Hallo und herzlich willkommen zu Sondersendung Nummer 2. Wir stehen schon in Startlöchern, freuen Sie sich auf viele Messe-Highlights. Herr Brück, warum sind denn diese öffentlichen Trainings auf der Messe so wichtig? Ja, wir haben halt die Wettkämpfe auf die Jungs, die sich vorbereiten hier, egal ob jetzt europäisch oder eben auf oder Weltmeisterschaften, sind halt auch öffentlich. Und dementsprechend können wir die Messetermine eigentlich sehr gut nutzen, um diese Atmosphäre den Jungs ein bisschen nahe zu bringen, sodass die eben ein bisschen Erfahrung darin sammeln. Wie trainiert sich's denn, beziehungsweise wie laufen denn meine Arbeiten ab, meine Arbeitsschritte ab, wenn ich eben Publikum drumherum habe und Krach habe und eben nicht ruhig und konzentriert in der Werkstatt arbeiten kann. Wettbewerbsfähigkeit ist bei Creaton ebenfalls Thema. Mit dem neuen Tonachtziegel Visio ist man gut für die Zukunft aufgestellt. Den Visio bringen wir jetzt zur Dach und Holz zum ersten Mal als Tondachziegel-Neuheit aus dem Hause Creaton mit. Haben wir hier eingedeckt in einem neuen Schieferton, ist darüber hinaus auch noch in insgesamt 3 weiteren Farben erhältlich, alle in Schwarz und in Grautönen. Und letztendlich zeichnet der Visio durch 3 besondere Merkmale aus. Zum einen ist der Tondachziegel sehr, sehr widerstandsfähig, was einfach durch ein besonderes Brennverfahren gewährleistet wird. Dann weist er ein Verschiebespiel von rund 30 mm auf. Das heißt, der Dachdecker kann sehr, sehr flexibel einfach auf dem Dach agieren. Und der Tondachziegel ist bei uns in einem vollständigen Sortiment erhältlich. Das heißt, wir haben optisch passende Fürste, wir haben Längshalber und halbe Ortgänge. Vom Dach geht's für uns jetzt zur Fassade. Prefa stellt uns das neue Fassadenelement Siding X vor. Der Siding X kombiniert unsere klassischen Fassadenprodukte, den herkömmlichen glatten Siding und unseren FX12, ein Siding-Produkt mit einer entsprechenden X-Prägung. Hat die Besonderheit, dass es je nach Lichteinfallswinkel sehr unterschiedlich anmutet. Also eine sehr, sehr hochwertige und sehr moderne Fassade. Ja, der neue Siding X, den kann man mit und ohne Fuge verlegen. Und wichtig ist dabei natürlich, dass wir eine Unterkonstruktion brauchen. Auf dieser Unterkonstruktion, die sowohl aus Aluminium oder auch aus Holz sein kann, wird dieser Siding verschraubt. Und zwar direkt verschraubt und wird dann wieder überlappt. Welchen Umfang haben die Baulängen? Die Baulängen sind beim X-Siding in der Verlegung mit Fuge bis 2500 mm, sowohl in allen Baubreiten 200, 300 und 400 mm. Haben wir die Verlegung ohne Fuge, das heißt mit einem Trennprofil, können wir bis zu einer Länge von 6200 mm produzieren und auch fertigen. Hier auf der Dach und Holz International werden nicht nur wichtige Produkte und Messeaussteller vorgestellt, auch wichtige Themen wie Social Media und Digitalisierung finden ihren Platz. Schmidt, für welche Zielgruppe ist denn das Berechnungsprogramm gedacht und wie funktioniert es? Das RIN-Berechnungsprogramm ist gedacht für Architekten, Handwerker, Planer, letztendlich auch für den Handel. Jeder, der im Endeffekt vorgehängte Rinnen verarbeitet, verkaufen muss im Vorfeld, damit er auf die Rinnengröße und die Fallrohrgröße ermitteln kann. Fürs Programm brauchen wir den Gebäudestandort für die Regenspende. Wir brauchen die Gebäudedaten wie projizierte Dachgrundfläche und Trauflänge. Ich muss die Bedachungsart wissen, ob jetzt Ziegel- oder Flachdachaufbau für den Abflussbeiwert. Ich muss schauen, ob das Gebäude einen besonderen Schutz braucht. Dann kann ich den Sicherheitsfaktor auswählen und bestimmen. Und ich muss wissen, welche Rinne ich verwende, ob halbrund oder kastenförmig im Vorfeld. Grünes Licht gibt es nicht nur für die Digitalisierung, auch bei Zambelli sieht man grün. Zambelli bietet ja jetzt auch als Erweiterung das Gründach an. Was sind die Voraussetzungen und Vorteile dafür?
Die Vorteile dafür ist, dass das Prinzip Rip-Roof sich anbietet, überhaupt erstmal als Bauteilkomponente für ein Gründach. Wir haben also hier gute Voraussetzungen, die Funktionalität des Daches auszunutzen, eine wasserführende Ebene herzustellen, die Vorteile, die das Gründach allgemein bietet, sozusagen mitzunehmen. Und unter dem Aspekt ist das System Gründach auf Rip-Roof entstanden. Das ist gar nicht wartungsintensiv, sondern wir haben hier direkt nach der Verlegung das Gründach zur Verfügung mit all den Vorteilen, die das Gründach bietet, insbesondere auch die Optik, die oftmals eine Rolle spielt. Und ich muss anschließend eigentlich einmal im Jahr prüfen, ob der Bewuchs angegangen ist. Und mit diesem Ausblick verabschieden wir uns von der zweiten Sondersendung.